Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongons Herkunft von den Frakta und ich bin in Warhammer 40k Space Wolf mal wieder. Das muss ich sagen, das letzte Mal, wo ich hier war, war das noch nicht auf dem PC. Das war noch ein Handyspiel, das hatte ich in einen Emulator zum Laufen gebracht und halt gespielt fürs Infrakta Games Archiv. Mittlerweile ist es auch auf Steam gelandet als PC-Portation. Ja, ist ja, wie gesagt, eigentlich ein Handyspiel. Und ich habe jetzt die ersten drei Missionen mal gemacht. Und das Grundprinzip ist gleich geblieben. Es ist ein rundenbasiertes Taktik-Spiel. Erinnert so ein bisschen an Incubation, wer das noch kennt. Ja, Black Isle. Wenn man nicht Black Isle. Black Isle war ein Entwicklerstudio. Battle Isle. So, Battle Isle 4 war das, glaube ich, Incubation, offiziell. Muss ich euch auch noch zeigen, im Infrakta Games Archiv. Ganz, ganz großartiges Taktikspiel damals gewesen. Das hier, muss ich sagen, das gewinnt optisch keinen Schönheitspreis, aber irrelevant. Ja, ist wurscht. Ist ein Taktikspiel, rundenbasiertes. Da ist das nett, aber nicht absolut notwendig. Es sieht gut genug aus, lässt sich auch in eine vernünftige Auflösung einstellen. In der Hinsicht haben sie es vernünftig portiert. Ich kann in den Optionen auch Sounds hoch und runter stellen, Musik etc. Etwas, was teilweise PC-Spiele nicht können. Die also nicht erst von einem Smartphone rübergeholt werden mussten. Was ich immer noch so ein bisschen lala finde, das ist, dass mit diesen Karten, ich weiß nicht, ich hätte fast gesagt, ich weiß nicht, was soll das bedeuten. Nein, also, ich habe so ein bisschen Eindruck, die wollten hier bei dem Erfolg von Hearthstone hier von Blizzard so ein bisschen anknüpfen, weil Leute lieben scheinbar Karten und Kartendecks. Also das Grundprinzip ist eigentlich hier meine drei Charaktere, die ich theoretisch mit ins Spiel nehmen kann. Wenn ich das richtig sehe, aber habe ich immer nur einen davon, den ich aktiv erstmal mitnehme und dann schließen sich noch weitere an während der Mission. Zumindest war es bis jetzt in den ersten Missionen so. Ich habe also scheinbar drei Charaktere. Und quasi das Inventar sind diese Karten. Im Sinne von, ich kriege jede Runde Karten dazu, kann da Karten abwerfen, kriege dann eine Karten als Ersatz. Oder es gibt auch Karten, wo es dann heißt, Karten ziehen. Und kann dann unter diesen Karten auswählen, welche ich einsetze. Mir persönlich gefällt das nicht. Das Geschmackssache, ich persönlich finde das umständlich. Es nimmt für mich ganz massiv auch Atmosphäre raus. Mir wäre es lieber gewesen, sie hätten es entweder als Taktik-Rollenspiel entwickelt, ähnlich wie eben die großartigen Jacket Alliance oder eben Incubation-Spiele oder von mir aus auch als reines Taktikspiel. Ohne Inventar ausrüstbare Charaktere, was ich persönlich zwar bevorzugen würde, aber das hätte man von mir aus auch machen können. Also, wie zum Beispiel, wenn man jetzt, was für ein Taktik-Rollenspiel kenne ich denn? Ach Quatsch, Rollenspiel, rundenbasiertes Taktikspiel kenne ich denn? Ohne Rollenspielbezug. Ich weiß, ich habe mir sowas schon angeguckt. Irgendwas hat mir in der Hinsicht schon gesehen. Aber ich kann gerade den Finger nicht drauflegen. Dann nehmen wir halt von mir jetzt als Beispiel Panzergeneral 3D. Passt zwar nicht wirklich, weil es ein großes Strategiespiel ist, ein Taktikspiel, aber da haben wir ja auch keinen Rollenspielanteil bei einem Panzer, sondern ja, man kann den Panzer halt aufrüsten, man nimmt mit von Mission zu Mission. Wie auch immer, auf jeden Fall, ich finde das hier umständlich. Und ich persönlich finde auch irgendwo nimmt es mir die Atmosphäre so ein bisschen weg. Weil ich finde das halt, wenn ich einen Space Marine ins Gefecht führe, in einem Taktikspiel, dann hätte ich ganz gern ein richtiges Inventar und ich hätte gern richtige Fähigkeiten.
Wo man das vielleicht so ein bisschen hatte, das war bei den alten, beim ersten oder auch zweiten Teil von Dawn of War. Das zeige ich euch ja auch alles nochmal, weil wir jetzt gerade die Infrakta Warhammer Wochen haben. Da haben wir ja diverse Helden, die kann man auch aus, also da haben wir auch in jeder Mission, können ja irgendeinen Krempels noch ausgerüstet bekommen und so. Das finde ich halt von der Atmosphäre schöner. Ich habe da so einen Space Marine, der hat seine Ausrüstung und dann kämpft der. Aber ein Space Marine, der halt diese Karten unten stehen hat, und das macht für mich irgendwie die Atmosphäre ein bisschen kaputt. Das ist Geschmackssache. Meistens nicht. Für mich ist das, macht das das Spiel irgendwie ein bisschen interessanter. Grundsätzlich finde ich es nämlich eigentlich ganz schick. Wir gehen mal in die nächste Mission. So. Jetzt kann ich eben aussuchen, wen nehme ich mit. Ja, von mir aus können wir auch Terminator-Rüstung nehmen. Also Valgard spielen wir scheinbar immer. Und ich habe die Auswahl zwischen dem Terminator-Deck, dem Servo, also dem normalen Space Marine-Deck und dem Scout-Deck. Wir nehmen trotzdem mal Terminator. Wir machen mal junges Blut. Das ist alles. Ich habe es zuerst mal mit Wilder Krieger und Grauer Veteran, also Grauer Veteran habe ich nicht probiert, aber auf Wilder Krieger war das teilweise schon eher frustig. Junges Blut lässt sich locker von der Hand spielen und wir wollen uns ja einfach mal angucken, hier in dem Video nochmal, wie läuft das hier so ab. Ja, wenn ihr also grundsätzlich ist es genauso wie eben damals mit dem Emulator auf dem. Also die Handyversion, die ich auf dem Emulator gespielt hatte. Wow, schick. Achso, ich kann jetzt zwei. Achso, okay. Also Gunnar hat auf jeden Fall ordentliche. Bis jetzt kann der Hohenpriester sich aber ganz gut selbst wehren.
Das sieht doch nach einem Ziel für die Sturmkanone aus, oder? Ah, wir kriegen noch Verstärkung. Als Besetzer sieht das nicht aus, ob er Probleme hat. Also, ihr habt das jetzt mittlerweile wahrscheinlich schon gesehen. Ich kann einige Karten auch verwenden, nicht nur zum Kämpfen, sondern ich kann dann auch gehen. Ja. Ach, na toll. Wie, das hat der überlebt? Hat er daneben gekommen? Oh, warte mal, da treffe ich auf den eigenen. Obwohl, halt. So ist gut. Ah ne, da treffe ich mich selbst. Ah! Was los, Karte? Ja. Was dann? Dann halt so. Also, geh doch. Toll. Scheiß Fragmentgranate. Naja, egal. Ein paar von den Waffen kann man eben auch ausrüsten.